Hallo, grüße euch, Paraguay Live, wie immer. Liebe Grüße aus Paraguay. Ich bin der Pitt und heute sprechen wir über Rente. Nicht nur die Deutsche, sondern sicherlich auch die Schweizer, als auch die Österreicher sind daran sicherlich interessiert. Also, falls ihr Interesse daran habt, bleibt einfach dran. Wir sprechen über die Rente, aber auch über die Auswanderung als Rentner. Wir sind zwar noch nicht, aber wie man an den Haaren sieht, es fehlt ja nicht viel. Okay, also bleibt einfach dran. Bis dann. Also wie gesagt, wir sind mit Margaretchen schon mit 45 ausgewandert. Also. Da hat bis zur Rente noch. Bah, viele Jahre haben noch gefehlt. Aber wie gesagt, wir haben die Entscheidung vorher getroffen und das war ja wichtig. Viele leider Gottes, der Herz macht es nicht lange mit und mit 60, 65, also da in dem Moment, wo die Rente kommen sollte, sind einfach weg. Und so lange wollten wir halt nicht warten, deshalb sind wir schon mit 45 ausgewandert. Frage an euch, wie lange wartet ihr noch? Okay, das Wetter, wie ihr seht, ist immer schön. Wir sehen uns gleich, okay? Also jeder von euch muss sich mal die Frage stellen, wie viel Rente habt ihr, beziehungsweise wie viel Rente wird ihr haben? Lang das gilt, wenn ihr in Deutschland, beziehungsweise Österreich oder in der Schweiz bleibt, reicht das wirklich? Manchmal locht, sage ich mal, 30, 40 Jahre, um eine vernünftige Rente zu bekommen. Und zum Schluss bekommt man vielleicht 1000 Euro oder 1200 Euro brutto, wohlgemerkt. Und muss jeden Euro im Prinzip zweimal umdrehen, bevor man es ausgibt. Deshalb, man sollte sich wirklich überlegen, viele Vorteile sprechen. Viele Rentner gehen ins Ausland. Sage ich mal, es ist jetzt der ehemalige Ostblock. Bekannt, aber es bleibt immer noch die Europäische Union. Dann haben wir natürlich die Vereinigten Staaten, naja, spricht man nicht drüber. Ja, Kanada, ziemlich warm. Also, wir haben Paraguay ausgewählt und sind mehr als zufrieden. Es spricht wirklich vieles für Paraguay und jetzt wieder ein bisschen im Schatten, aber macht da doch nichts. Und wie gesagt, wir sind seit 15 Jahren, also seit 2003 in Paraguay, haben ein Stück Land, haben wir uns im Prinzip selbstständig gemacht, arbeiten hier und sind mehr als zufrieden. Die Menschen hier sind super, die Latinos, ja, man sollte also auch nicht unbedingt, Ordnung muss sein, also diese Mentalität sollte man eigentlich vergessen. Aber wie gesagt, wenn man ein Stück Land hat, kauft man sich ein Stück Grundstück und baut ein kleines Häuschen und ist unabhängig, wo die Kosten, also die Unterhaltskosten, wirklich sehr, sehr niedrig sind. Also mich, uns, würde es einfach interessieren, wie ist denn eure Meinung? Wollt ihr im Alter als Rentner in Deutschland bleiben, in der Schweiz, in Österreich oder wie auch immer? Oder habt ihr was anderes vor? Einfach mal interesseshalber bitte unten mitteilen bzw. uns anrufen. Also links werde ich auch die Kontaktdaten angeben und natürlich die interessanten Videos, die wir ja schon vorher gedreht haben. Also in diesem Sinne, ich erwarte eure Kommentare. Bleibt einfach mit uns und bis zum nächsten Video. Bitte immer Likes nach oben und abonniere den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Okay, bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.